Da hat es nach einer Siegesserie für den LASK ausgesehen und dann gab es das Heimspiel gegen Hartberg am Wochenende und die Niederlage in Pasching. War es Pech? War es ein Knick? War es beides oder gar nichts? Einer von uns beiden kann das einschätzen. Ich bin's nicht. Dann wird es wohl der Experte sein, Manuel Ortlechner. Hallo. Servus. Hi. Wie bewertest du die Niederlage gegen Hartberg? Puh, ja, war auch für mich eigentlich so in der Form nicht zu erwarten. Also ich hätte schon auch geglaubt, dass man die Aufgabe, die keine einfache war, trotzdem meistert. Man muss schon auch sagen, man hat eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt und ja, die Hartberger waren sehr, sehr effizient. Auch bei dem einen oder anderen Tor auch etwas glücklich, wie ich denke. Aber dann ist etwas aufgepoppt, was wir in den letzten Runden, denke ich, auch in diesem Kalender ja immer wieder schon mal gesehen haben, dass es dann schwierig wird gegen einen Gegner, der dann sehr defensiv auch steht, dass man dann auch Chancen kreiert, speziell im Angriffsdrittel dann. Und da muss man einfach auch im Hinblick auf die nächsten Runden schon noch ja, daran arbeiten. Jetzt waren es schwierige Voraussetzungen. Michael gesperrt, Trauner gesperrt, 5 Spieler noch dazu verletzt. Darf das als Ausrede herhalten? Das könnte man natürlich schon auch machen, weil es sehr wichtige Spieler waren, das weiß man auch. Also speziell auch ein Gernot Trauner ist, glaube ich, auch in der Form so nicht zu ersetzen. Wobei mein guter alter Freund, der Jimmy Holland, natürlich bestmöglich auch versucht hat und das auch ganz gut gelöst hat. Aber trotzdem, Gernot Trauner ist nicht umsonst auch, ich glaube auch im Sky Player Index, die absolute Nummer 1 auch in Österreich die letzten Jahre. Auch von mir ein hochgeschätzter Verteidiger, den wir jahrelang auch schon ins Nationalleben gefordert haben und jetzt den Sprung dorthin geschafft hat, den kann man so nicht ersetzen. Aber dass es dann so ausgeht, weil der eine oder andere nicht spielt, glaube ich, das wäre dann, jetzt, wenn man den LASK so bewertet, ja auch nicht ganz fair, weil der Kader hat schon eine gewisse Dichte und Qualität. Ja, dann werfen wir noch einmal den Blick zurück auf dieses Spiel. Martin Konrad macht das für uns. Hartberg bleibt die Wundertüte der Liga, gewinnt gegen den LASK und die Meistergruppe ist plötzlich ein echtes Thema. Dabei sind die Linzer zu Beginn klar besser und gehen in Minute 4 in Führung. Johannes Eggestein sagt Danke, nachdem ihm Kainz den Ball ideal serviert. 8. Bundesliga-Saisontreffer für Johannes Eggestein und die frühe Führung für die Linzer. Aber nach 23 Minuten Hartberg mit diesem schönen Angriff über Nimaga und Flecker kommt der Ball zu Chubby und mit der Ferse macht es für den Chubby wunderschön. 1:1 der Ausgleichstreffer. Keine 3 Minuten später die Hartberger erneut im gegnerischen Strafraum. Wieder Flecker. Reps Schuss wird abgeblockt, da ist Sascha Horvath und es steht 2:1 für Hartberg. Pure Effizienz der Oststeirer, 2 Torschüsse, 2 Tore. Keine Chance für Alexander Schlager bei diesem Schuss. Die Linzer danach geschockt mit Problemen. Vor der Pause gibt es noch eine Ausgleichsmöglichkeit. Nach Zuspiel Matzen ist es wieder Eggestein, aber sein Schuss wird von Gollner abgeblockt. In der zweiten Spielhälfte Hartberg defensiv stabil, der LASK insgesamt enttäuschend, nur mit einer echten Ausgleichsmöglichkeit durch Geuginger, aber er scheitert an Svete und somit verliert der LASK schon zum 3. Mal im Jahr 2021. Ich glaube, wir hatten eine klare Überlegenheit heute. Wir haben viel Situationen oder viel Spielkontrolle gehabt, haben bis zum Ende auch nicht aufgegeben, aber es war dann eigentlich so, dass wir in der eigenen Box in 2 Aktionen nachlässig waren und in der gegnerischen Box einfach nicht gut genug. Ja, warum hat die Spielkontrolle dann eben nicht ausgereicht für mehr? Ja, weil wir viele Situationen geschaffen haben im Angriffsdrittel, viele Flanken, ich glaube 26 Flanken hatten wir und da sehr, sehr unpräzise war und den letzten Pass nicht an den Mann gebracht haben und auch die Strafraumpositionen nicht perfekt besetzt haben. Und ich denke, da muss man einfach mehr draus machen und mehr herausholen. Ja, somit hat man sich einmal vom unmittelbaren Kampf um die Tabellenspitze verabschiedet. Die vorige Saison hat man nur gesagt, blöd, Punkteteilung, da war man an der Tabellenspitze. Jetzt muss man fast froh sein, dass es die gibt. Oder ist es sogar gefährlich, weil die weiter hinten sind, dadurch auch noch aufschließen können dann? Beides, würde ich sagen. Ich bin ja eigentlich kein Fan von dieser Punkteteilung, weil ich der Meinung bin, dass du über 22 Runden etwas erreicht oder eben nicht erreicht hast und dann eigentlich ja, das Ende mal nur noch die Hälfte wert oder nur noch die Hälfte wert ist. In dem Fall ist manchmal so, dass die Mannschaften sagen, ja, Gott sei Dank gibt es die Punkteteilung, weil dann rücke näher ran jemand, der vor mir ist. Bin ich vorne, dann sage ich, nein, die Punkteteilung mag ich eigentlich weniger, weil dann mir die Mannschaften näher kommen, die hinten sind. In diesem Fall, das LASK, wenn ich es positiv sehe, sage ich, ja, dann kommt man wiederum der Spitze näher.
Ich glaube, man muss jetzt keine Angst haben vor den Mannschaften dahinter, weil man trotzdem auf einem sehr, sehr guten Niveau trotzdem auch Fußball spielt. Also so ist es jetzt ja auch nicht, wenn man jetzt gegen Hartberg verloren hat. Und gegen Hartberg kann man auch verlieren, weil eine gewisse Qualität auch im Umschaltspiel bringt die Mannschaft auch heuer wieder mit. Aber trotzdem, glaube ich, hat man sich schon mal ausgerechnet in diesem Spiel. Auch abseits des Platzes hat sich vorige Woche einiges getan. Freunde des LASK sind gegangen, andere sind gekommen. Der ehemalige Vizepräsident Manfred Zauner hat geklagt. Er wurde als Gesellschafter der LASK Marketing GmbH mittels Call im Grunde raus entfernt, wenn man so will. Was bleibt, es tut sich keiner was Gutes. Ist es das, das vielleicht bleibt? Genau. Und jetzt auch, dass es medial natürlich auch noch den einen oder anderen Nachtritt gibt, finde ich, hilft niemandem. Wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr ein ähnliches Thema mit diesem Corona-Trainings-Fauxpas, wenn ich es so sagen darf. War auch sehr untypisch, finde ich, für den LASK schon damals, weil man sich eigentlich auch öffentlich immer sehr, sehr demütig auch gibt, wenn man in die Spielerinterviews, wenn ich die denke, das passt eigentlich nicht zum Verein, auch das, was man nach außen transportieren will. Jetzt poppt es mit dem Stadion Neubau eigentlich wieder in einer ähnlichen Form auf. Also da muss man auch schon aufpassen, dass man jetzt auch diese Marke, die man da jetzt neu kreiert hat, LASK, dass man die nicht permanent wieder beschädigt. Ja, wir waren bei Präsident Sigmund Gruber und haben den Eindruck gewinnen können, dass es in Zukunft jetzt zumindest ein bisschen ruhiger werden könnte. Die Linzer Google, der Abriss, schreitet voran. Es ist im Moment gerade eine Phase, in der eher mit den großen Maschinen aufgefahren wird. Mitten rein, ohne Rücksicht auf Verluste. Irgendwie sinnbildlich für die vergangenen Wochen. Die Situation unübersichtlich, plötzlich tritt einiges zutage. Aus Freunden werden Feinde. Sigmund Gruber, keiner, dem Harmonie sonderlich wichtig wäre, aber jetzt kommt doch einiges zusammen. Wir haben die Förderung fix garantiert, wir haben die Finanzierung garantiert, wir haben mittlerweile von 40 Logen 30 bereits verkauft und das fast 1,5 Jahre vor Fertigstellung des Stadions. Also meines Erachtens noch gibt es hier nichts, um das man sich Sorgen machen muss. Ab und zu gibt es halt einmal den einen oder anderen Querschuss und das ist beim LASK vielleicht leider so. Dennoch, es gibt Probleme, das ist klar. Die Baumeisterarbeiten für den Neubau müssen neu ausgeschrieben werden. Immer wieder wird eine Kostenexplosion auf bis zu 117 Millionen Euro kolportiert. Dazu kommen interne Streitereien, vor allem mit Manfred Zauner. Der war Verantwortlicher für den Neubau, Geschäftsführer der LASK Marketing GmbH und einer der Freunde des LASK. Jetzt ist für ihn kein Platz mehr. Genau wie für zwei weitere ehemalige Förderer des Vereins. Freunde kommen und gehen, dann und wann, wenn man vielleicht einmal Meinungsverschiedenheiten hat. In diesem Fall sind eben 3 gegangen und 2 sind neu hinzugekommen. Also, dass das jetzt um so viel weniger ist, ist nicht der Fall. Gruber sieht sich mit einer Klage konfrontiert. Die ehemaligen Freunde wollen ihre Ausbootung per vertraglich fixierter Fixsumme nicht akzeptieren. Ich würde nur halt immer appellieren, dass man etwaige Schmutzkübelkampagnen hinten anstört. Das ist das Einzige. Und jeder, der glaubt, der muss zu Gericht gehen. Das ist okay. Ich würde es nicht tun in diesem Fall, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber das hindert uns ja nicht jetzt am Stadionprojekt und hat für das überhaupt keine Auswirkungen. Auch wenn er sich nach außen oft kühl gibt, Gruber ist ein emotionaler Typ. Wie die Bilder nach dem Aufstieg 2017 beweisen. Er steckt viel Energie in den Club und im Zweifel passiert beim LASK, was er will. Darauf ist der gesamte Verein doch letztlich aufgebaut. Das kann man natürlich kritisieren. Gerade beim Stadionbau lässt Gruber die Kritik, sich überall einzumischen, allerdings nicht gelten. Ich sage jetzt einmal, in dieser Art und Weise, wie ich mich einmischen hätte sollen, habe ich es leider nicht gemacht, sondern das mache ich jetzt verstärkt seit rund, glaube ich, jetzt einem Monat. Das war sicherlich mein Fehler, dass ich mich nicht verstärkt eingemischt gehabt habe. Aber das ist jetzt so, jetzt werde ich mich verstärkt einmischen, stehe auch natürlich dafür, dass wir hier fördertechnisch, abrechnungstechnisch, ausschreibungstechnisch alles auf Punkt und Beistrich mit erfüllen werden, dafür stehe ich auch und das kann ich garantieren. Alles steht und fällt mit Sigmund Gruber. Von der Gruppe rund um Manfred Zauner wollte sich leider niemand im Interview äußern und so bleibt, auch das ist ja fast symbolisch, am Ende nur das Wort des Präsidenten. Ja, also Durchsetzungskraft hat er, braucht man aber auch bei so einem Projekt. Ja, wenn kein weiß, dass er das mitbringt. Ich habe das auch schon öfter gesagt, das Yin zum Yang, wenn ich den Jürgen Werner da jetzt hernehme. Die zwei passen grundsätzlich ganz gut zusammen. Ich bin jetzt schon der Meinung, dass solche Nebenschauplätze, wir reden immer noch vom Fußball, dass die so ausgeschlachtet werden, finde ich sehr schade eigentlich. Ich wäre fast lieber, wir unterhalten uns ausschließlich in dieser Sendung über das Sportliche und leider das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Cup-Halbfinale.
Das steht an am Mittwoch auswärts beim WRC. Gegen die hat man in der Liga 3:0 gewinnen können, auch auswärts. Spielt das irgendeine Rolle vor diesem Spiel? Diese Unruhe rund ums Stadion, denke ich, dass die Mannschaft jetzt nicht so großartig, glaube ich, beeinflusst. Dass die kämpfen gerade mit anderen Themen, denke ich eher. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sehe, beim WRC, da macht es irgendwo auch eine gewisse physische, aber auch mentale Müdigkeit irgendwo auch gerade breit. Das kann man schon auch ausnützen. Die werden aber auch in Richtung Mittwoch noch mehr alles auch mobilisieren. Aber der Lask Detto, es wird ein hochinteressantes Spiel. Es wird wieder so ein klassisches Ping-Pong-Spiel. Wahrscheinlich nicht so schön zum Anschauen und bin gespannt, wer dann als Sieger vom Platz geht. Wer ist Favorit? Am ehesten vielleicht so 51-49 pro LASK, aber in diesem Spiel eben groß zu fabrizieren, das ist ein K.O.-Spiel, das ist immer schwierig. Und es wird überhaupt viel gereist, am Wochenende dann ins Ländle gegen Altach. Achtung, Trainereffekt. Ja, speziell dort gibt es das wieder zu machen, was man jetzt eigentlich nicht geschafft hat im letzten Spiel, nämlich eine Defensive zu knacken. Und die Altacher, die werden dann wieder mit ihrem Tannenbaumsystem einen wirklich fetten Tannenbaum aufstellen vor dem Tor. Das wird sehr schwierig. Ich bin gespannt, welche Lösungen in der Offensive so die Linzer ausdenken, weil sie brauchen Lösungen. Ja, welche könnten das sein? Die DNA des LASK, das schnelle Umschalten. Ist die noch stark genug vorhanden im Moment? Ja, es ist halt schwierig bei Gegnern, die es halt auch eher auf die Defensive anlegen. Da hast du nicht so viele Umschaltmomente, weil eigentlich der Gegner auf ein ähnliches Thema lauert. Deswegen muss einfach der LASK sich auch da in die Richtung weiterentwickeln, wenn man selber den Ball hat und Lösungen kreieren. Das Umschalten, glaube ich, beherrschen die Spieler eh ganz gut, aber jetzt, glaube ich, sind andere Lösungen gefordert. Warte, vielen Dank für deine Einschätzungen, ja, deine Meinungen. Danke auch an Sie fürs Dabeisein. Bitte gerne auch nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von Dein Verein LASK.